So, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe von der englischen Liga. Ich bin der Fanggeber und wie es jetzt hier weitergeht, seht ihr jetzt gegen Manchester City. Welcome to the Etihad Stadium. Will you please make some noise as we welcome Brighton and Hove Albion and your Manchester City. Thank you for attending the Etihad Stadium. Enjoy the game. Na gut. Das war schon mal ein guter Angriff. Gebete. Ah, Trossard hatte jetzt viel Platz. Walker kann sich hier nur so behelfen. Zwar mit einem Foul. Ja, schön, McAllister. Gute Chance. Oh.
Nein. Really? Aha. Hui. Klopf, klopf. Oder? Falsche Richtung. Sehr schön durchgesetzt hier. Yakshi. Nicht bieren lassen, schön mit Außenriss. Wow. Na gut, schöne 1:0 führen wir mal. Auf die man hier jetzt aufbauen kann. Und ich glaube, wir bleiben so, wie wir sind. Alter. Das habe ich jetzt kommen sehen. Manchester City, number 17, Kevin De Bruyne. Trost hat gute Chance. Oh.
Schön. Moppi. 1 zu 2. Hat er noch schön mit Gefühl vorbei gespitzelt quasi. Goal for Brighton and Hove Albion. Number 9, Neil Malcolm. Und das ist somit die erneute Führung. Oder? Substitution for Manchester City, coming off the pitch, number 2, Kyle Walker, to be replaced by number 27, Paolo Cancelo. Oh, der ist noch drin. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Sehr schnell. Oder? Nein. Fuck. Das tut jetzt weh. Nein. Das wäre noch ein schöner Konto gewesen jetzt.
Neuner. Nein, das war's, das wird wohl ein Unentschieden werden. Wie lange willst du noch nachspielen, Alter? Schade. Unnötiges Foul, das hier nur einen statt drei Punkte bringt. Und so rutscht man auf Platz 3 wieder ab. Nutzt aber Manchester City genauso wenig.